Ja, hier sind wir wieder. Und was wollen wir? Wir alle wollen ein Krankenhaus mit zwei starken Standorten. Und wir wollen vor allem eine gesicherte, wohnortnahe, ambulante wie stationäre Gesundheitsversorgung. Dies wurde uns zunächst von Landrat und Kreistag am 2. März 2016 zugesagt. Ein halbes Jahr später, nämlich am 30.09.2016, wurde beschlossen, den Standort Künzelsau gegen 50 Millionen Euro Fördergelder zugunsten Öhringen einzutauschen. Bis 2021 sollte der jetzige Zustand fortbestehen. Ab 2021 keine stationäre Krankenhausversorgung mehr im Altkreis Künzelsau. Und damit dies auch klappt, wurde jetzt schon die Stroke-Unit nach Öhringen verlegt und das, nachdem die Allgemeinchirurgie schon vorher von Künzelsau nach Öhringen abgezogen wurde. Oder wie sollen wir das verstehen? Heute hat das Haus eine gute Belegung, wie in den letzten Wochen überhaupt. Wir stehen also vor der Tatsache, dass zwei Zusagen erfolgt sind, die beide nicht eingehalten wurden. Wie wollen Sie denn eine stationäre Gesundheitsversorgung ohne Allgemeinchirurgie, ohne die Stroke-Unit in Künzelsau bis 2021 beibehalten? Es wird nicht nichts geben, hieß die Ankündigung. Stehen wir jetzt vor dem Nichts oder vor dem Nicht-Nichts? Als Bürger und Wähler, und davon war ja viel die Rede in den letzten Wochen, ne, da war eine Bundestagswahl, eine Landtagswahl, und man geht mit dem Bürger jetzt anders um und offen und so weiter. Aha. Also als Bürger und Wähler fühlen wir uns nicht nur auf den Arm genommen, sondern getäuscht. Genau. Oder ist es in Wirklichkeit ganz anders? Angeblich hat der Landrat vor wenigen Tagen betont, dass die Künzelsauer Bitten nicht definitiv weg sind. Aha. Jetzt läuft das Bieterverfahren. Streng geheim, wie es der Stil des Landrats eben ist, streng geheim. Also das Bieterverfahren läuft, was daran zu erkennen ist, dass anonyme Gruppen professionell gekleideter Menschen durch das Künzelsauer Krankenhaus geführt werden, die nach Aussagen des Betriebsleiters öffentlich Agenten sind. Denn diese Gruppen wurden als geheim bezeichnet, also müssen es Geheimagenten sein. Mit dem Bieterverfahren will der Landkreis einen neuen Mehrheitseigner finden, so wie es bisher die regionale Gesundheitsholding Heilbronn-Franken war. Mit dem Austritt aus dieser Gesundheitsholding im Sommer diesen Jahres sind die 51% Anteile wieder an den Kreis zurückgegangen. Diese Anteile wurden nun auf den Gesundheitsmarkt gegeben, um einen neuen Partner zu finden. In diesem Bieterverfahren können sich alle Interessenten um die 51% bewerben, unabhängig davon, ob privater Träger, frei gemeinnützig oder kommunal. Alle Bewerber haben die Möglichkeit, eine Bewerbung für diese 51% Anteile einzureichen. In einer derartigen Bewerbung vermitteln die Interessenten, wie sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen, wo sie Stärken und Schwächen sehen und wie sie bisher wirtschaften. Und in der Tat, es hat sich circa eine Handvoll Interessenten gemeldet. Insbesondere ein Bieter hat ein hohes Interesse an beiden Standorten und sieht insbesondere ein hohes Potenzial für den Standort Künzelsau. Und dieser Bieter ist aufgrund seiner Kapitalstärke nicht unbedingt an Fördermillionen von Land und Bund interessiert. Das hat der Bieter auch in seinen Unterlagen klar informiert. Und die haben wir intensiv studiert und konnten das eindeutig feststellen. Deshalb werden wir die Aussage von Landrat Dr. Ne, der unlängst gegenüber den anderen Kreistagsmitgliedern gemacht hat, dass das Thema Betten für den Standort Künzelsau auch noch nicht beendet ist, als sehr erfreulich. Fakt ist, dass nicht alle Bewerber dieses Interesse an zwei starken Standorten vermitteln, insbesondere die nähergelegenen nicht. Bedeutet das jetzt unterm Strich, es ist noch keine definitive Entscheidung zum Standort Künzelsau gefallen? Oder steht das Interesse des Bürgers vielleicht doch noch im Mittelpunkt? Wir haben immer wieder betont, dass jede Entscheidung auch umkehrbar ist. In den letzten Monaten wurden gute Entscheidungen zu Ungunsten des Standortes Künzelsau aufgehoben, so wie auch die Entscheidung des Kreistages vom 2. März 2016,
dass nur mit zwei starken Standorten die Gesundheitsversorgung im Hohenlohe-Kreis gesichert sei. So können auch schlechte Entscheidungen in gute Entscheidungen revidiert werden. Dr. Neth betonte nach der Bundestagswahl gegenüber der HZ, dass alles dafür getan werden müsse, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. So schwierig wäre es doch gar nicht, oder? Wir fragen uns natürlich, wen sieht Dr. Neth als Bürger an? Auch drei Wochen nach der Bundestagswahl und seiner persönlichen Kampfansage an das persönliche Vertrauen haben wir nicht den Eindruck, dass Dr. Neth im Umgang mit diesem Thema etwas ändern möchte. Oder vielleicht doch, da hat er doch irgendwas angedeutet. Ne? Es findet allerdings weiterhin keine Kommunikation statt. Man hört aber, dass nun auch bei ihm angekommen ist, dass sich die Gesundheitsversorgung mit Wegfall des Standesortes Kündelsau verschlechtern wird. Das ist auch bei der Industrie vor Ort schon angekommen. Ja, wie stellen wir uns einen vertrauensvollen Umgang vor? Wir laden hiermit Herrn Dr. Neth erneut zum wiederholten Male offiziell zu unserer folgenden Mittwochsdemo am 15. November ein. Da kann er Stellung beziehen und auf Fragen eingehen. Er braucht weder einen eierfesten noch einen tomatenfesten Anzug, weil wir demonstrieren mit Kultur und nicht mit Eiern und Tomaten. In der HZ war zu lesen, dass den Kliniken das Geld für den geforderten Strukturwandel fehlt. Die schwarz-grüne Landesregierung wird heftig kritisiert, da im aktuellen Haushaltsentwurf 2018-19 Kürzungen bei den Krankenhausinvestitionen von über 25 Millionen Euro vorgesehen sind. Das ist sehr bedauerlich, aber so ein Riesenbetrag ist auch wieder nicht. Der Heilbronner Landrat Detlef Piedenburg sagte, wer den Strukturwandel wolle, müsse auch das nötige Geld dafür zur Verfügung stellen. Weiter, erklärt der Heilbronner Landrat, und jetzt wird es interessant, die Krankenhäuser haben einen Rechtsanspruch auf die vollständige Finanzierung ihrer Investitionen durch das Land. Noch einmal, die Krankenhäuser haben einen Rechtsanspruch auf die vollständige Finanzierung ihrer Investitionen durch das Land. Wahrscheinlich ist Herr Luca doch Legastheniker und kann nicht richtig lesen. Ne? So emotional wie er auftritt, würde es auch passen. Genau das haben wir hier mehrfach gefordert, nämlich dass der Landrat Dr. Neth die den Krankenhauszuständen Mittel vom Land einfordert und notfalls sogar einklagt. Stattdessen rennt man einer Abwrackprämie nach und zerstört die Infrastruktur nachhaltig. Selbstverständlich hat unser grüner Minister auf diese Vorwürfe reagiert, indem er sie aufs Schärfste zurückgewiesen hat, lautstark und emotional, wie er eben so ist. Nicht? Laut HZ sei ihm der Kragen geplatzt. Da er aber immer den obersten Knopf offen hat, ist das ein bisschen schwierig. Er wiederholte nochmal das Ziel der schwarz-grünen Landesregierung, die Zahl der Krankenhäuser zu reduzieren und die Versorgung in großen Zentren zu konzentrieren. Jetzt muss ich doch noch ein bisschen abweichen von meinem Manuskript. Ist der Herr Börgel da, Frau Schmidt, können Sie das aufschreiben, weil der Herr Börgel sagt immer, ich würde andere Dinge sagen, als ich nachher behaupte. Ich weiche jetzt mein Manuskript ein bisschen ab. Das ist natürlich schon interessant, was hier steht. Es geht doch gar nicht um die Zahl der Krankenhäuser, es geht um die Zahl der Krankenbetten. Wo die untergebracht sind, ist doch völlig irrelevant. Und ich darf Ihnen sagen, ein Geschäftsführer eines nahegelegenen Krankenhauses hat mir gesagt, der Luca habe ihn gefragt, ob das Krankenhaus noch atmen könne. Denn wenn hier Krankenhausbetten abgebaut würden, könne man dort welche neu bauen. Also insofern geht es nicht um die Betten, die Zahl der Krankenhäuser, es geht um die Zahl der Betten. Und da haben wir sicher Handlungsbedarf, wenn man bedenkt, dass wir in Deutschland 6,7 Betten pro 1000 Einwohner haben und in Schweden 3,6 und die haben keine höhere Sterblichkeitsrate als wir. Auch drei Wochen nach der Bundestagswahl und seiner persönlichen Kampfansage haben wir nicht den Eindruck, dass Dr. Neth mit dem Umgang mit dem Thema etwas ändern möchte. Noch einmal, es findet weiterhin keine Kommunikation statt. Man hört aber, dass nun auch bei ihm angekommen ist, dass sich die Gesundheitsversorgung mit Wegfall des Standorts Kündelsau verschlechtern wird. Das ist toll. So. Weiterhin hat der Heilbronner Landrat Detlef Piedenburg, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, und jetzt wird es interessant, gesagt, ich wiederhole nochmal, ein drittes Mal, die Krankenhäuser haben einen Rechtsanspruch auf die vollständige Finanzierung ihrer Investitionen durch das Land. Ja,
Der Geschäftsführer eines solchen großen Zentrums, Krankenhauszentrums, äußerte sich auf das Vorhaben der Landesregierung wie folgt gegenüber der HZ. Dr. Thomas Jenkes, Sie wissen, wer das ist? SLK-Geschäftsführer, hat wenig Verständnis für dieses Vorhaben. Das zeigt eindeutig, dass auch die von Lucca geforderten großen Zentren auf die Investitionsgelder angewiesen sind. Ich wiederhole erneut, es geht nicht um die Anzahl der Krankenhäuser, es geht um die Zahl der Krankenhausbetten. Und Fakt ist, dass die im Hohenlohe-Kreis geschlossenen Betten in den umliegenden Krankenhäusern aufgebaut werden. Ja. Und die sind wirtschaftlicher, diese großen Krankenhäuser, hat mir heute Mittag noch jemand erzählt von einer Gesprächsrunde aus Stuttgart mit Mitarbeitern des Sozialministeriums. Die sind so wirtschaftlich, dass das neue Krankenhaus in Winnenden, das jetzt vor wenigen Jahren eingeweiht wurde, das Rems-Murr-Klinikum, 30 Millionen minus im Jahr macht, die städtischen Kliniken 15 Millionen minus, die Uniklinik Mainz 21 Millionen minus, das Zentralklinikum Ansbach 10.000 Euro am Tag. Und das ist natürlich wirtschaftlich, das sehe ich auch ein. Und wie sieht derzeit der Alltag für die Mitarbeiter am Standort Künzlau aus? Was man hört, lässt darauf schließen, dass dieser neue Geschäftsführer Jürgen Schopf entgegen seiner beginnenden und einleitenden Worte wenig kommunikativ ist. Ähnlich wie bei dem Umzug des Strauch-Unit, von dem viele Mitarbeiter nicht informiert waren, wurden auch jetzt keine Informationen an die Mitarbeiter gegeben, warum fremde Menschen durchs Krankenhaus laufen. Schade. Vermittelt doch Landrat Neth einen neuen Partner immer noch als die Chance schlechthin, dann hätte man auch den Mitarbeitern diese Begehungen sicher positiv vermitteln können. Trotz allem kein Grund zur Resignation, oben habe ich schon geschildert, sondern Anlass genug weiterzukämpfen. Wir wollen die Infrastruktur des Mittelzentrums Künzlau erhalten, so wie es im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 steht. Und die wohnortnahe Gesundheitsversorgung ist ein wesentlicher Teil davon. Dafür stehen wir hier, dafür kämpfen wir und dafür kämpfen wir auch weiter. Gut. Wir bedanken uns bei einem Spender für das Freibier mit dieser Bügelflasche. Gell? Er ist kurzfristig für Bürgermeister Neumann in die Bresche gesprungen. Wir bedanken uns bei einem weiteren Spender für die LKWs. Sind noch welche da? Ich habe es da. Ja? Also es gibt noch was. Es gibt, glaube ich, noch Bier, es gibt noch Wickler. Und dann gibt es noch Herzen, die Sie auch gegen einen kleinen Beitrag von 2 Euro erwerben können. Dann bedanken wir uns natürlich fürs Service-Team, für die Technikgruppe und für die Musiker. Herzlichen Dank an alle und toll, dass Sie alle da sind. So. Und jetzt hätten wir noch eine Gastrednerin, die noch etwas sagen möchte. Wo ist sie? Frau Dr. Sandra Hartmann. Und sie hat es mit dem Oktoberfest ganz wörtlich genommen und steht heute im Dirndl vor uns. Gell, Frau Dr. Hartmann? Prima. Ja, ein bisschen Ausschnitt und so passt alles gut. Ja, da fehlt die Lederhose, da war ich ja, etwas enttäuscht. Aber die gehört meinem Sohn und der hat sie mitgenommen. Sind wahrscheinlich zu dick geworden. Ja. Das Mikro ist so. Ja.